Hi, liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog von uns. Heute begleiten wir uns noch mal einen Tag lang mit der Kamera. Das kommt ja bei euch immer gut an. Es sind heute ein paar Sachen geplant, auch einige gesonderte Videos, die heute noch gedreht werden müssen. Da können wir euch ja mal hinter die Kulissen ein bisschen auch mitnehmen, wie wir so Sachen veranstalten. Yes, Papi. Dann fahren wir später nach Worms, ein bisschen in der Stadt bummeln und die Vanessa abholen. Die kennt ihr ja auch schon. Kommt zu uns. Wir wollen eigentlich grillen heute Abend. Püffchen seinen neuen Grill ausprobieren. Ja. Und gestern hat es hier geschneit und es ist richtig kalt noch. Die Sonne ist jetzt da. Ich starte jetzt gleich meine Joggingtour. Yes. Ich mache schon mal den Salat für heute Abend. Arbeitsteilung bei uns. Ne? Ja, und dann geht's nach dem Intro weiter. Viel Spaß! Ich fange jetzt schon mal an, den Nudelsalat für heute Abend zu machen. Das gibt eine Mayonnaise-Soße mit Mais, Gürkchen, Nudeln natürlich und das rühre ich jetzt mal zusammen. So, ich habe jetzt schon mal die Mayo gewürzt mit Chili, Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence. Jetzt kommt die Dose Mais dazu und jetzt schneide ich noch Gürkchen, tu die noch rein. Gürkchen sind auch geschnitten, die kommen jetzt auch da rein. Und jetzt tun wir das gerade einmal durchmischen. Als extra Würze gebe ich immer noch von dem Gurkenwasser ein bisschen dazu und das rühren wir jetzt auch ein. Dann ist die Soße fertig. Die Nudeln habe ich jetzt gestern schon abgekocht und habe sie in eiskaltem Wasser quasi abgeschreckt und die kommen jetzt auch dazu. Die Schüssel ist jetzt ein bisschen voll geworden, aber das macht nichts. Da machen wir jetzt den Deckel drauf und dann wird das Ganze durchgeschüttelt und dann sollte es überall Soße sein. Jetzt habe ich es einmal durchgemixt. Und seht ihr, wenn die Schüssel so voll ist, ist das immer eine gute Lösung. Das Grillfleisch ist auch am Start. Das habe ich jetzt schön hier auf dem Teller. Das kommt jetzt nochmal bis heute Abend in den Kühlschrank. Dann wäre das Grillen auf jeden Fall für heute früh Vorbereitung fertig. Jetzt wollte ich euch mal kurz was zeigen. Und zwar drehen wir heute Abend eine Challenge hiermit. Das ist so ein Nagelbrett mit Münzen und unten sind Gläser mit zum Beispiel hier richtig widerlich Sauerkrautsaft, verschiedene Sachen, aber wie das alles abläuft, seht ihr dann in dem Video, wenn es soweit ist. Und was wir heute auch noch drehen müssen, ist das Glossybox Osterei. Das kam auch schon. Das sind alles Sachen, das muss heute noch geschehen. Hier ist übrigens meine neue Errungenschaft. Ein kleiner Grill. Da kann man hier in der Mitte sogar noch das Rost rausnehmen für einen Wok oder sowas. Mit Temperaturanzeige. Sehr schön. Ja, wir haben es uns hier schon ein bisschen blümig eingerichtet. Mit so ein paar Osterblumen. Und jetzt ist das Wetter doch grandios. Leute, schaut euch an, wie herrlich bei uns. Ja, ich bin bei meiner Joggingtour jetzt gleich auf dem Heimsprint. Jetzt muss mal unser, da hinten steht da, unser Staubsaugerroboter loslegen. Alexa, starte Nono. So heißt er bei uns. Da ist er. Der saugt jetzt mal schön durch, das wäre nice ist für heute Abend.
So, das Püffchen ist übrigens wieder da. Die ist gerade duschen gewesen, macht ihre Haare und ich mache schon mal das Thumbnail-Bild für das neue Glossybox-Video. Ja, das ist relativ schön geworden und gleich legen wir erstmal mit dem Videodrehen los. So, das heimische Filmstudio ist aufgebaut. Da kommt jetzt die Kamera gleich noch rein. Beleuchtung, hier steht's Ei. Und dann geht's los. Das komplette Video habt ihr entweder schon gesehen oder werdet ihr noch sehen. Das steht noch nicht so ganz fest. Püffchen Yes. abgedreht. Kurzen Ja. Schwenk auf die Produkte. Mehr gibt's in dem Glossybox-Video zu sehen. Genau. Wir sind schon unterwegs. Jetzt gehen wir schnell, Moment, da rein. Ende. Lidl. Kaufen noch was für ein Video morgen. Da wird auch noch eins gedreht. Zwei sogar morgen. Ja, gehen wir jetzt mal rein. Leute, wir waren jetzt gerade hier mal im Teddy. Hier hat alles auf, Leute. Das ist seltsam. Und hier ist so voll. Ich verstehe es nicht. Was ist denn Worms für ein Ja, Bundesland? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz? Hast du was gefunden? Ja, guck mal, ich habe ein Schnäppchen gemacht. Hier ist Wiedels. Den Pulli. Der war mit 70%, hat der noch 4,80 € gekostet statt 25,99. Wow. Und shoppen vermisst? Ja. Ich nicht. Viel zu viele Leute hier drin. Da wir jetzt noch Zeit haben, haben wir gedacht, wir gehen hier mal mit der Kleinen, wo ist sie? Dahinter. Ein bisschen hier in Worms auf dem Festplatz noch spazieren. Bis wir dann in die Stadt gehen und dann die gut alte Vanessa abholen. Ja. Hüpfchen, Ja. kannst du dich noch daran erinnern? Ja, das war so schön. Könnt ihr euch auch, wo ist es denn? Da noch dran erinnern? An die very nice Treppe. Da hast du nice Sporteinheit Ja, hingelegt. nur heute mit Kleidchen geht's nicht. Oh nee. Und du, Kaki, wer kaut? So, wir sind jetzt in Worms in der Innenstadt angekommen. Ich wollte mal kurz eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt hier Eis-Vanini Eis essen. Beste Eis überhaupt. Leute, wir haben hier einen Kaffeeladen gefunden. Schokoland heißt es. Die drucken einem sein Foto auf den Kaffee. Das habe ich noch nie Ich filme erlebt. euch das mal kurz ab und dann Ja. probiere ich mal, ob das funktioniert. Hier guckt, Selfie-Kaffee. 3 Euro kostet der. Also Leute, ihr seht's. Es geht nicht. Ja, wo der Aber. Lockdown angefangen hat, haben sie die Maschine hinten ins Lager geräumt, weil natürlich für einen Kaffee to go das keiner bestellt hat. Ja. Schade. Vielleicht kommen wir aber noch mal her. Schokoland in Worms. Lecker. Püffchen ist in ihrem Element. Es ist so schön, dass man mal wieder in Geschäft kann, Leute. Wir waren schon ein Jahr nicht mehr in so Geschäften wie hier TK Maxx. Hat sie was gefunden? Natürlich mit Disney. Und Leute, guckt mal, der kostet nur noch
10 Euro. Sind wieder im Auto angekommen. Jetzt warten wir auf die Vanessa. Und dann geht's nach Hause. Und dann geht der Spaß erst richtig los. Da kommt sie, die Vanessa, die ist fertig arbeiten. Muss er noch den Laden abschließen? Hätten wir uns mal stylen lassen können. Guck mal, die ist sogar gestylt. Da ist sie! Da ist die Vanessa! Jetzt geht's endlich heim. Ja. So, es ist sehr arschkalt. Ich habe jetzt schon mal da hinten den Grill angeschmissen. Jetzt wird noch ein bisschen gemockert und dann lecker essen. Vor allem im Dunkeln. Wir mockern jetzt hier alles im Dunkeln zu. Also ja, hier die Nachbarn, die haben noch Weihnachtsbeleuchtung und finster. Leute, das erste Fleisch ist drauf. Essen ist fertig. Ist so kalt, dass du die Action hier drin anhast. Ja, ich habe den Kamin gestartet. Wie ist denn der Grill? Vanessa, sehr nice. Mal beurteilt der Grill. Alles gut. Guckt mal, wie gut es geworden ist. Der Nudelsalat habt ihr heute Morgen gesehen, wie ich den gemacht habe. Hoffentlich schmeckt er. Brot ist auch fertig. Ja. Lecker. Und hier haben wir für später schon alles hingestellt. Oh. Freust du dich? Yay! Total! Leutis, Essen ist drin. Yeah! Und die hat immer noch die Jacke an. Mir ist so kalt. Ich guck jetzt mal, dass das hier unser Kamin angeht. Weil das funktioniert immer wieder nicht. Guck dir das schon wieder an. So, nach dem Essen kommt jetzt die beste Challenge ever. Und zwar, guckt es euch an, mehr wird nicht erzählt, mehr kommt im Video. Spiel ist abgedreht. Yeah. Uns ist kotzend übel. Also mir nicht. Also wir haben ja das mit Fragen von Disney gespielt. Ab 8 Jahre und wir haben so abgekackt. Ja. Also auf das Video könnt ihr echt gespannt sein. Das war so lustig. Hat so Spaß gemacht. Jetzt erstmal moggern. Können wir eh am besten. So, wir hocken schon wieder im Auto. Die Vanessa heimgebracht. Was machst du jetzt? Wahrscheinlich duschen und schlafen. Also ich werde noch moggern, braggeln und dann schlafen. Also von dem Spiel, das Zeug liegt mir wie ein Stein im Magen. Definitiv. Und jetzt müssen wir noch wieder heimfahren. Erstmal noch an der Tankstelle halten, weil Püffchen hat schon wieder alles leer gemoggert. Yes. Wir machen jetzt Feierabend. Nein, das wollte ich nicht sagen, Püffchen. Ich wollte sagen, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht mit uns. Ja. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Genau. Hast du noch ein paar letzte Worte da hinten? Ich bin einfach nur in meinem Bett. Ja, ich auch. Dann also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.